Leute, Bild und Ton findet heute ausschließlich draußen statt und das hat auch seinen guten Grund. Heute ist das Wetter schön und ich bin hier unterwegs mit dem Falk Hartwig. Falk Hartwig ist Stadtführer und wird uns mal eben ganz genau sagen, was uns heute erwartet. Ja, heute werden wir uns alte, versteckte Industrieanlagen in Leipzig anschauen und einfach mal schauen, wie damals Leipzig als Weltstadt seinen Ruf vertreten hat. Und wir haben zum Beispiel die Bleichertwerke hier in Gohlis und dann werden wir noch abschweifen nach Angerngrottendorf und dann an dem bekanntesten Industriestandort in Plagwitz dann uns da noch ein paar Fabriken anschauen. Ja, und da befinden wir uns auch schon direkt am ersten Standort. Vielleicht kannst du einfach mal kurz sagen, wo wir uns hier genau befinden. Wir sind jetzt hier in Leipzig-Gohlis, am S-Bahnhof Gohlis. Und hier direkt an dem S-Bahnhof, hier befand sich die Bleichert-Drahtseilbahnfabrik. Man hat hier wirklich vor über 100 Jahren Drahtseilbahn hergestellt. So wie man sich das vorstellen kann, so eine die Bahn auf den Hexentanzplatz im Harz. Ganz bekannt war zum Beispiel auch die Zugspitzbahn und die Firma war weltbekannt und hatte einen Weltruf und hat sogar viele Bahnen in England und Belgien und auch die auf den Tafelberg in Südafrika. Die Bahn wurde auch hier in Leipzig hergestellt. Das Ganze ist dann, also war bis 1945 in Betrieb und ist dann nachher von der sowjetischen Besatzungsmacht umgewandelt worden, und also für Firmenänderung, und ist dann nachher nach Westdeutschland gegangen, also in die alten Bundesländer, und somit sind die Fabrikanlagen hier stillgelegt worden. Und jetzt wird alles in Loftwohnungen umgebaut. So hat man also wie in vielen anderen Leipziger Betrieben nun mehr Wohnungen in den alten Industrieanlagen hier in Leipzig-Gohlis. So, das ist ja relativ spezielles Wissen, würde ich mal sagen. Also nicht Mainstream-Wissen, wenn man so eine typische Stadtführung durchführt. Liest du dich häufig? Ja, ich habe mir oft, es gibt alte Bücher darüber, es gibt viele Informationen, wo man sowas findet. Und einfach recherchieren. Das ist einfach eine Recherchearbeit über diverse Bücher, Internet, kann man vieles darüber finden. So, Falk, wo befinden wir uns jetzt genau? Wir sind jetzt hier im Lilo-Hermann-Park. Der Lilo-Hermann-Park ist in Angerngrottendorf und direkt neben dem ehemaligen Firmengelände der Firma Karl Krause Maschinenfabrik. Was genau für Maschinen wurden da hergestellt? Man hatte hier Antriebsmotoren für LKWs und auch für Eisenbahnen hergestellt. Und das war wirklich ein weltbekanntes Unternehmen. Und vor allem, was hier sehr, wie soll man das sagen, ja, neu war, die Firma war sehr sozial engagiert. Man hatte Firmenspielplätze, es gab sogar eine Bücherei, ein Schwimmbad, alles für die Arbeiter. Und man wurde teilweise ein bisschen belächelt, aber er, der Firmeninhaber Karl Krause, hat sich wirklich dafür engagiert, dass seine Mitarbeiter wirklich gut versorgt sind und nicht einfach nur stundenlang in der Fabrik stehen, sondern auch einmal ein bisschen die Freizeit auch genießen konnten. Das ganze Gelände wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt. Und danach sind die ganzen Maschinen leider von den Sowjets demontiert worden. Und somit waren die Hallen leer und haben die DDR-Zeit bis 1994 überdauert und wurden dann 1994 komplett gesprengt. Und somit ist das Firmengelände quasi jetzt nicht mehr vorhanden und komplett überwuchert. Jetzt befinden wir uns hier an einem der Arbeitervierteln von Angerngrottendorf. Von der Firma Karl Krause. Und damals war es ja so, man lebte direkt neben der Fabrik. Die Arbeiter hatten also einen kurzen Arbeitsweg und mussten nicht wie heutzutage vom Gewerbegebiet oder von der Wohnung zum Gewerbegebiet rausfahren. Man war wirklich direkt nebenan. Das Werksgelände ist hier direkt dahinter. Dieses Gebäude hier ist der letzte Teil des Firmengeländes, zusammen mit der Villa, die auch noch existiert. Die restlichen Anlagen, die ganzen Hallen, sind wie gesagt 1994 endgültig abgerissen worden. Nur dieses hohe Fabrikgebäude, wo man wirklich mehrere Etagen drin hat, das hat man stehen gelassen.
Welcher Stadtteil gefällt dir am besten oder welcher ist am spannendsten, um Leute rumzuführen? Ja, unterschiedlich. Am spannendsten kann man sagen, also das Waldstraßenviertel ist schon sehr spannend. Gerade die Geschichte, aber natürlich Plagwitz hat wieder eine ganz andere Geschichte. Es ist unterschiedlich, aber ja, eigentlich am spannendsten ist eigentlich Plagwitz in Lindenau. Gerade die Sache um den Karl-Heine-Kanal, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Attraktionen, sage ich mal, zu sehen. So, liebe Leute, und weiter geht's nach Plagwitz. Wir sehen jetzt hier, Moment, ich schmeck mal um. Wir sehen jetzt hier die Konsumzentrale, unschwer zu erkennen. Erzähl mal, was genau hat es mit der Konsumzentrale auf sich, Falk? Die Konsumzentrale ist damals gebaut worden, 1930, von Fritz Höger. Das war ein Star-Architekt aus Hamburg. Der hat in Hamburg zum Beispiel auch das Chile-Haus gebaut, ein ganz berühmtes Kontorhaus. Und da ja Hamburg an der Elbe, an der Nordsee ist quasi, hat er dieses Gebäude wie ein Schiff gestaltet. Da ja natürlich Leipzig keinen richtigen Hafen hat, kann man das eher als Fähre betrachten, aber dieser langgestreckte Gebäudeteil ist wirklich wie ein Schiff so geplant. Und deswegen sieht man hier unten auch diese goldenen Steine, die hier eingefasst worden sind. Das sollen die Abzeichen, die Kapitäne hatten, die goldenen Abzeichen darstellen. Jeder dieser einzelnen Steine hat 630 Reichsmark damals gekostet, also auch immenser Wert, das Ganze. Und die Schüsselfenster, die man hier oben sieht, also die Glasscheiben, das soll quasi auch Teile des Schiffes darstellen. Das sind, wie so Glasfenster von einem Schiff aussehen, das sind Schüsseln, das sind quasi umgedrehte Schüsseln als Fensterscheiben. Die Konsumzentrale war damals wirklich sehr reich und gedacht war das ganze Gebäude einfach zur Versorgung ärmerer Bevölkerungsschichten. Man hat hier eine eigene Schlachterei gehabt, man hat wirklich Kartoffeln umgeladen, eine Bäckerei, man hat eigene Brote gebacken. Es war alles unter einem Haus und hat die ganzen Lebensmittel dann für wenig Geld an die ärmere Bevölkerung verteilt, vergeben. Leipzig hatte 37 Gleisanschlüsse, also nicht Leipzig direkt, sondern Plagwitz. Und jede Firma war mit einem Gleisanschluss verbunden. Man konnte also die Rohmaterialien anliefern und die Fertigmaterialien wieder abtransportieren per Schiene. Und hier sehen wir jetzt ein sehr gutes Beispiel noch, wie so eine Rampe aussieht. Die Rampe ist hier ein bisschen beschnitten worden, aber ist noch zu erkennen. Und das, die Schiene, das Gleis. Und somit hatte wirklich jede Firma diesen Anschluss und man musste nicht lange mit Kutschen die Materialien wegtransportieren. Das war in der damaligen Zeit hochmodern. Also das war wirklich gut geplant und alles strukturiert. Alles von Karl Heine, der Industriepionier, in Auftrag gegeben. Er war quasi der Begründer dieses Gebiets hier in Leipzig-Plagwitz. Ab 1850 hat er das Ganze hier strukturiert angesiedelt. Das ist Europas erstes Industriegebiet. Das ist wirklich ein Weltrang, den wir hier in Leipzig haben. Also denkt man gar nicht, aber es wirklich hat auf jeden Fall eine Bedeutung, das Ganze. Sag mal, als Stadtführer siehst du da die Stadt auch inzwischen so ein bisschen mit anderen Augen? Ja, man sieht natürlich immer mal wieder Ecken, die man noch nie gesehen hat. Man fährt wohl mit dem Fahrrad lang und sagt sich, huch, das hast du ja noch gar nicht wahrgenommen. Zum Beispiel jetzt ein altes Fabrikgelände oder eine Villa oder einfach manchmal auch nur ein komplett neu gebaute Gebäude. Also dadurch, dass sich Leipzig so verändert, immer wieder neue Häuser, kriegt man immer einen neuen Blickwinkel für die Stadt. Und das ist wirklich spannend einfach, dass man immer wieder was Neues sehen kann. So, und von Plagwitz geht's zu guter Letzt nach Lindenau. Wir haben hier das ehemalige Westbad, inzwischen, wie man unschwer erkennen kann, ich zeige es gleich mal, ein Gesundheitszentrum. Falk, was lässt sich zu dem ehemaligen Westbad sagen? Ja, zu dem Westbad kann man dazu sagen, so viel sozusagen. Die meisten kennen ja das Stadtbad in der Eutritzer Straße, was ja wirklich auch vom Verfall bedroht ist. Aber dass es so in Leipzig sogar noch ein altes Bad gibt, davon wissen die wenigsten.
Das ist das sogenannte Westbad. Ist Ende der 20er Jahre gebaut worden mit so einer Klinkerfassade und war auch jahrelang als Bad in Betrieb mit Schulsport, Klassen, Mannschaftssport. Also bis in die 50er Jahre war ja wirklich viel, viel los. Es gibt mehrere Etagen, also unten war ein kleineres und in der oberen Etage ist eine größere Halle. Man hatte auch so Badewanne, Brausebäder, weil nicht in allen Häusern gab es eine Badewanne. Und das sind dann die Gäste hier zum öffentlichen Baden gegangen, in die Badewanne. Das ist kaum mehr vorstellbar heute. Das Ganze war auch zu DDR-Zeiten noch in Betrieb, ist aber dann nach der Wende, also zur Wende, eingestellt worden wegen Baufälligkeit. Wir können auch gerne nochmal auf die andere Straßenseite gehen. Da haben wir die Rückseite von dem Bad und die hat nämlich im Leipziger Volksmund einen ganz bestimmten Namen. Und das schauen wir uns dann gleich mal an. Tja, und so sieht das Ganze also von der Rückseite aus. Genau, das ist jetzt die Rückseite des Westbades. Es war damals so, die Gäste beschwerten sich, dass das Abendlicht auf Westseite natürlich in das Becken reinscheint und die Gäste beim Schwimmen geblendet werden. Und somit entschloss man sich... FKK gab es damals offenbar noch nicht. Gab es auch nicht. Und somit entschloss man sich dann diesen Neubau, das ist ja Neubau gewesen Ende der 20er Jahre, das gleich richtig zuzubauen. Also dass die Gäste nicht wieder sich beschweren, dass sie beim Schwimmen geblendet werden. Und somit haben wir hier auch eine geschlossene Ziegelwand. Und der Volksmund sagt zu dieser fensterlosen Mauer die Klagemauer. Zu klagen haben wir eigentlich nichts, aber das ist halt die Bürger erfinden da eine Bezeichnung, die dann halt einfach stehen bleibt. Und das ist dann auch, ist halt einfach so. Ja, das war doch mal die etwas andere Stadtrundführung hier zusammen mit Falk. Und wir sind, glaube ich, beide der Meinung, dass es immer wieder was Neues in der Stadt zu entdecken gibt, dass man nie wirklich alles schon kannte vorher, oder? Richtig, genau. Also ich kann jedem Touristen oder auch Einheimischen empfehlen, einfach mal rumzugucken und nicht nur in die Innenstadt zu gehen, sondern auch sich verschiedene Stadtteile anzuschauen. Einfach zu gucken, durch die Straßen laufen. Es gibt überall was zu entdecken. Und einfach mal die Augen offen halten. Ne? So, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wenn es euch gefallen hat, schaltet einfach in 2 Wochen wieder ein, wenn es heißt Weltnest Bild und Ton.